Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 3 finden und konfrontieren die Gefährten den Steinfürsten, auch bekannt als Minsk. Und der ist mächtig sauer. Los geht's! Behäbig arbeiten zwei Pumpen in der Kanalisation der Unterstadt von Baldur's Tor. Die linke regelt den Wasserstand und die rechte die Temperatur in der Zisterne, die sich hinter diesem Schleusentor verbirgt. Eigentlich haben die Helden keinen Grund, da rein zu wollen, aber da hier draußen dieser Posten bewacht war von Baal-Kultisten, glauben die Helden, dass sich dahinter ein Versteck oder das Versteck des Steinfürsten befindet und sind neugierig. So, Dringil. Wir müssen beide Pumpen mit ihrer Arbeitsleistung in den optimalen Bereich bringen. Das ist das Grüne hier. Steigender Wasserpegel. Ja, dann offenbar da drinnen in der Zisterne. Steigt da jetzt was? Ah ja, guck mal. Dann machen wir das noch an. Und dann machen wir es wieder zu wahrscheinlich, oder? Temperaturanstieg. Bleibt das jetzt da stehen? Was? Warum geht die Tür jetzt auf? Wir haben doch das gar nicht in den optimalen Bereich gebracht. Seltsam. Aber wie dem auch sei, ihr könnt mal in diese Öffnung hineinlugen. Oh, warte mal. Ätzende Brühe. Ich sehe doch schon, was da gleich kommt. Kannst du das nicht werfen? So. Na dann, ist das ein Kartenwechsel? Naja. Speicher. Könnte das sein, Grottenolm? Nee, dahinter ist dieser Kanalisationskönig, den wir in Baldur's Tor 1 getroffen haben, den Gascoigne getroffen hat, dieser komische wandelnde Müllhaufen. Nein, dahinter sind Leute. Da ist jemand. Aber die Helden können es auch nicht gut genug sehen. Oh, da ist Minsk. Und ein kleiner Tunichgut. Ein Felsengnom. Boss Friol. Anführerin der Zentarim. Oh. Mit den Zentarien wollte Dringil ja eigentlich noch Geschäfte machen, aber da geht das ja. Mal gucken. All the coins there. My thanks. It sounds like you made quite a mess getting it too. All in a day's work for the Lord of Murder, eh? Our Lady. We serve only the Absolute. Of course. Been years since we Zentra and dabbled in God worship. So easy to get them all mixed up. And you, big man. When did you start worshipping gods? Did they give your wee rodent a worm friend too? Rodent? Enough! You will show the Stone Lord proper respect. And you will return to the guild hall and do as we have paid you to. You're the boss. Wait. Flop all you wish, little fish. But Minsk has caught you. Right. I'm sure you have all of this in hand. We'll see you in the guild hall when the job is done. We see you in the guild hall when the job is done. Sagt die Anführerin der Zentarim. Die Zentarim wollen das Gildenhauptquartier von Neunfinger überfallen, obwohl Neunfinger die Zentarim dort als Verstärkung aufgestellt hat. Oh,
böse. Was für ein strategisch-taktischer und operativer Lapsus von Neunfinger. Okay, also unter diesen Gesichtspunkten und Voraussetzungen. Ach, die ist noch da. Gut. Die ist noch nicht weggegangen. Wir können sie bekämpfen. Dann macht Rigi doch lieber gemeinsame Sache mit der Diebesgilde als mit den Zentarim. Sagt die Quest. Irim Herzog, Rakats Gold, Hohe Hafnerin. Wir haben Minsks Versteck gefunden und erfahren, dass der Kult ihm eine Larve einpflanzt. Das wissen wir doch schon. Wenn die Absolute ihn einer Gehirnwäsche unterzogen hat, besteht vielleicht noch Hoffnung, Minsk lebendig zu fangen. Wir haben gesehen, wie eine Agentin der Zentarim namens Friol Glitzerbarts Gold erhalten hat. Sie wird es kaum freiwillig rausrücken. Und Hilfe im Herzog. Wir haben gesehen, dass der Steinfürst sich mit den Zentarim trifft. Der Kult bezahlt sie für irgendeinen Dienst bei der Gildenhalle. Wir sollten herausfinden, worum es geht. Also, sie hat ja gesagt, sie hat zu Jahira und dem Steinfürsten gesagt, wir sehen uns in der Gildenhalle. Das hat sie so gesagt, richtig? Ah, das steht da nicht drin. Schade. Ah, ne, hier, Moment mal. Das ist nämlich genau wichtig. Textexegese ist jetzt gerade total wichtig. Moment. Wir sehen uns in der Gildenhalle, wenn es vollbracht ist. Das kann ausschließlich bedeuten, dass ein Angriff auf die Gildenhalle durch die Truppen des Steinfürsts unter Verstärkung der Zentarim bevorsteht. Etwas anderes kann das nicht bedeuten. Und dieser Angriff wird erfolgreich sein, weil ja bereits Zentarim-Posten in der Gildenhalle stehen und die sich bestimmt nicht gegen ihre Zentarim-Anführerin stellen, wenn die da angeritten kommt. Mit Minsk und Bo und der Jahira-Gestaltwanderin im Schlepptau. Also haben wir bereits herausgefunden, was sie dort planen. Ja, Neunfinger. Ich sag ja. Ganz dumme Idee. Also eigentlich muss man Neunfinger ablösen, das geht so nicht. Okay, also. Verrückterer Schema. Ja, wir wollen doch jetzt die kleine Zentarim-Anführerin nicht davon kommen lassen. Dazu müssten wir mal dorthin. Dann gehen wir in den Fernkampf. Und dann spendieren wir Dringil ein gutes Gift. Ja, ich glaube, das ist eine Situation für ein Purpurwurmgift. Dann kannst du dich aber nicht mehr verstecken, weil du jetzt schon gesprungen und die Waffe vergiftet bist und hast. Ja. 75% gefällt mir natürlich jetzt überhaupt nicht. Ja, siehst du? Da kommt doch gleich noch die 1! Hä? Moment mal. Du hast jetzt nicht ernsthaft 2 Einsen nacheinander gewürfelt. Na, das geht ja echt gut los. Oh, ey, das hasse ich ja sowas. Ja, das war's jetzt hier mit Ringels Zug. Schön, nicht? Immerhin, der Blick ist... Rettungshof ist gelungen. Ja, Todeshaupt. Werfen. Ja, Dringi, sorry, aber da kriegst du jetzt halt eine drauf. Wer so blöd ist, zweimal in Folge eine 1 zu würfeln, bei so einem Kampf. So, Jahira. Wir müssen ganz dringend was gegen sie tun. Minsk wollen wir ja sowieso nicht umhauen, aber sie. Bei ihr wollen wir das. Jetzt kann ich sie nicht mehr in die Raserei versetzen. Na, dann müssen wir halt so draufhauen. So, damit sie weiß, dass wir sie auf dem Kieker haben und es ernst meinen. Ja! Ja, genau!
Die falsche Chahira tut nichts. Toll. Was kämpft an diesem scheiß Rohr? Langsam. Ey, jetzt reicht's aber langsam. Ja, hat auch nichts genutzt mit dem Glückspilz. Also der Glückspilz macht sehr oft gar nichts, habe ich den Eindruck. Oh. Ich reg mich auf, weil ich so viel Pech hatte bisher. Das wird aber gleich besser. Weil jetzt sind wir endlich mal dran. Dran sind wir. Wir sind dran. Dran, dran, dran. Was machen wir denn? Da musst du da durchgehen. Ist denn das dein Ernst? Ne, komm, machen wir mal hier. Erstmal eine Insektenplage. Schön. Ja, Minz wegzuschubsen, das ist halt auch recht schwierig. Ja, bleib halt da stehen. Schattenherziges Schattenherz. Oh, da läufst du auch an diesem Clown vorbei. Verbannung. Wo ist denn der Befehl? Warum kann ich keinen Befehl mehr machen? Kann ich doch, oder? Moment. Wir möchten, dass... Was möchten wir denn? Wir möchten, dass Minsk innehält oder die Waffe ablegt. Was möchten wir denn? Er soll aufhören. Außer Sichtweite. Ja, nur die drei. Geht der da noch, der Clown? Nee. Ja, dann machen wir das mal mit denen. Aha. Hat offenbar gewirkt. Auf zwei. Sehr gut, Schattenherz. Dann komm mal weiter vor. Oder heil mal noch Chahira. Dann komm mal ein bisschen vor. Kommt sie eine Töne? Nee, kommt sie nicht. So, Dringil, was ist denn das hier für ein Kasper? Der hat hier nichts zu suchen. Die da ist ja quasi weg. Und die soll auch weg. Der da macht ja erstmal nichts mehr. Aber nur eine Runde lang macht er nichts mehr. Danach macht er wieder was. Bah. Also früher hat ein Pfeil der vielen Ziele auch mal noch auf andere abgestrahlt, aber irgendwie ist das wohl nicht mehr so. Ich habe jetzt eigentlich schon damit gerechnet, dass wir da ordentlich noch Schaden hier kriegen. Warum hat denn der Pfeil das nicht gemacht?
Pfeil der Fiendziele. Bewirke bei 3 weiteren Zielen in Reichweite zusätzlich den halben Schaden. Also ich glaube, das hier ist in Reichweite. Also sie hier und er. Finde ich seltsam, dass das jetzt nicht gegangen ist. Ja, können wir dich... 40% ist mir zu wenig. Das, die da. Wir machen das folgendermaßen. Du verdrückst dich. Dann gehst du mal da hoch. Immer schön an der Wand lang, dass sich da niemand schubsen kann. So. Oh, die Einsen nerven hart. So, Rakats Gold zurück. Ach, Karlach, was gehst du denn da durch? Manchmal bist du echt ein Rhinoceros. Erst draufhauen. Und dann reinschubsen. Oh. Also ehrlich. Wir gewinnen das ja trotzdem, aber es wäre halt schön, wenn Sachen gehen würden. Ja, lauf da rein. Ja, 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 ja. Lass dich stechen und piesacken und Blut saugen und so weiter. So, Minsk ist danach aber auch wieder dran, ne? Das nervt. Du wirfst was da hoch. Was war denn das? Ah, da ist jemand gestorben. Gut. Jahira, du hältst bitte das aufrecht. Minsk, also die Insektenplage, die hilft uns noch bei 2 Gegnern hier. Vielleicht ja bei 3, wenn wir den wieder reinbuxiert kriegen. Aber Minsk. Vielleicht geht's ja mit der Donnerwoge. Warte mal. Brechen wir dann die Konzentration? Aber wie ist denn das nochmal langsam? Das ist das Problem, wir brechen dann die Konzentration. Wenn ich jetzt was anderes zaubere, das will ich ja eigentlich nicht. Was werfen müsste aber gehen, richtig? Dass wir den Kollegen irgendwie helfen. Jahira ist fast gesund. Wenn wir da jetzt eine Bombe werfen würden. Da hinein. Naja. Viel war das nicht. Schattenherz. Das ist so ein Clown, dass der hier rumsteht, ey. Naja, besser positionieren kann ich dich da offenbar nicht. Da solltest du eigentlich stehen, aber mehr als das geht nicht. Okay, dann Karlach geht's, naja, noch halbwegs gut. Greif den mal an. Versuch ihn wegzustoßen. Ah, das hat sogar gesessen. Und da hat er... durch die Insektenplage mehr Schaden erlitten als durch Schattenherz selber.
Das war ein sehr erfolgreicher Zug. Und ich muss weniger jammern. Wir stellen dich mal wieder hinter ihn. Für den Fall, dass wir gleich nochmal irgendeinen Trick von dir brauchen. Die Töle wird auch gebissen und macht Grimpf. So. Ja, eigentlich würde ich jetzt ja das... Ach so, wo ist denn der Kleine eigentlich? Ach, der ist da hinten. Nicht ziemlich erreichbar. Hm. Können wir dich schubsen? Also, natürlich können wir das. Oh, nur 50%, ehrlich. Das kann ich nicht mehr schubsen, richtig. Ah, scheiße, stimmt. Das kann ich nicht mehr schubsen. Ah, kacke. Oh, böse. Okay, das war jetzt natürlich schlau. Ich versuche es nochmal mit dem Pfeil der vielen Ziele. Also wenn ich da die falsche Tahira treffe, dann sollte doch eigentlich der da was abbekommen und der da auch. Ah, diesmal hat es geklappt. Er hat was bekommen. Tahira? Hier, Dringil. Jahira, Beschwörer, Nata, Eso, Jack und Kicher. Oh, Dringil hat die Töle jetzt erschossen. Okay. Gut. Sehr gut. Ich dachte, der kriegt was ab, aber dann wohl nicht. Was machst du da? Ach, hier haben wir noch einen, stimmt. Was machst du hier? Ist zu schwer zum Werfen, schade. Ah, sehr gut. Die Gegner können auch fehlschlagen. Ja, ja, ja. Schubst du wieder ein bisschen tiefer da rein. Bleib mal da stehen. Schildhieb. Oh, liegend. Sehr gut. Ja gut, jetzt läuft's ja. Er hat ein paar Startschwierigkeiten, aber... Woran ist er jetzt gestorben? An der Insektenplage. Was, gehst du auch nicht aus der Insektenplage raus, bevor du zauberst? Gut, Minsk liegt. Das ist sehr schön. Das sollten wir jetzt alle nutzen. Mit jetzt im Augenblick nicht tödlichen Angriffen. Nicht besonders viel, was du da machst. Seine Waffe kannst du ihm nicht entwenden, ne? Da ist er drauf gefallen. Ja, so toll war das nicht, Jahira.
Aber deine Insektenplage hat natürlich auch mächtig Schaden gemacht. Schattenherz. Macht aber ein bisschen einen Anfang hier wenigstens. Massenheilendes Wort. Ah, mach mal. Ah, sehr gut. Ah, hat sich gelohnt. Gut. So, Dringil möchte jetzt bitte wieder tödlich agieren. Der ist ja quasi platt. Wir machen das nochmal. Ich bleibe bei dem Pfeil, weil der gerade sinnvoll ist oder mir sinnvoll erscheint. Wenn ich jetzt mit dem Pfeil der vielen Ziele den da treffe, dann ist der platt und der ist dann auch platt. Und sie bekommt auch nochmal was dazu. Ey, das war ein Crit, Dringil, du Tier. Oh, wie gut, dass Minsk da nicht so viel abbekommen hat und auch noch so gesund war. Was? Dringil hat Minsk getötet? Was? Dringil hat Minsk nicht getötet. Minsk geht's gut. Er hat Purpurwurmgift. Nur ein Zug, 1 bis 10 Schaden. Der hat noch 75 Punkte. Nee, also bitte. Aber wir haben einen Bug gefunden. Denn Minsk wurde nicht getötet. Definitiv nicht. Aber die beiden Kasper wurden getötet. Das war ja auch das Ziel. Und sie hat auch mächtig jetzt gelitten. Sehr gut. Mit ein bisschen Glück geht Dringils erfolgreiche Runde sogar noch ein bisschen in die Verlängerung. Ja, geht sie. Karlach. Du könntest jetzt dahin gehen und draufhauen. Aber wir hauen lieber auf Minsk drauf. Oder auch noch auf sie. Geh mal dahin. Gut. Schnauze, du liegst auf dem Boden. Hier, friss Stahl. So, das war jetzt... Ja gut, das hätte jetzt nicht tödlich sein können. Ja, stimmt. Aber ich muss jetzt aufpassen. Danke, Karlach. Jetzt steht er auf. Wenn es Pathfinder wäre, hätte jetzt 3 Gelegenheitsangriffe kassiert. Und er liegt wieder. Er steht eben, ist gut. Was machst du da unten jetzt? Wir möchten jetzt bitte wieder nicht tödlich agieren. Klopfen mal drauf. Was hält er schon noch aus? 7 Hiebschaden. Gut. Wir sind bei nicht tödlich, genau. Ja, das kann der aushalten. Heilung auf Jahira. So, Dringil, du wirst den da jetzt ausknipsen. Hoffentlich. Du bist versteckt, die Waffe ist vergiftet. 99% Vorteil, das wird ein Hinterhältiger, das reicht. Ja, sehr gut. Wie kann man denn jetzt Minsk dazu überreden? Aufzuhören zu kämpfen?
Wo ist eigentlich Bo? Hat er den in der Tasche? Also es gibt keine anderen Gegner mehr. Auch keine Gefangenen oder sonst irgendwas hier. Insofern. Komm du mal näher. Noch näher dahin. So, Karlach. Wir haben ihn jetzt um, richtig? Wir wollen ihn ja nicht töten. Er hat noch 2 Punkte. Ja, wir lassen das mal. Das macht Shahira. Der will's echt auf die harte Tour. Mach mal das weg, dass nicht noch irgendwas Schlimmes passiert. Dann hauen wir alle drauf. Wir töten ihn ja nicht dadurch. Against the darkness swarming, his senses a single light glows. Rage flaring brighter every moment. Killed her. He won't stay down for long. Tell your Ulithi to protect him from the Elder Brain's influence. Quickly! No. This one will not aid our cause. Get rid of him. Hä? Nein, er wird unserer Sache nicht helfen. Räum ihn aus dem Weg. Wieso denn das? Das ist ja überraschend. Warum sieht der Imperator in den Helden willige Werkzeuge seinem Kampf gegen das ältesten Gehirn, aber nicht in ihm? Was weiß der Imperator über Minsk, was wir nicht wissen? Deinen Schutz auf ihn übertragen. Also hier machen wir erstmal gar nichts. Wir schaffen hier keine Fakten. Das ist eine viel zu brenzliche Situation. Wir wissen viel zu wenig. Deinen Schutz auf ihn übertragen. Ich wusste gar nicht, dass wir das können, aber machen. Wir können es offensichtlich. Don't be foolish. He is too unpredictable. He will only be a hindrance to us. Seid nicht töricht. Er ist unberechenbar. Er wird uns nur behindern. War das der einzige Grund des Imperators, ihm nicht helfen zu wollen, dass er dumm und unberechenbar ist? Da ging aber Shahira. Sie traut sich zu, den in den Griff zu kriegen. So haben wir sie verstanden. Sie hat das nie so direkt gesagt, aber das war so die Botschaft. Er ist mit Shahira befreundet. Macht es. No, I will not be coerced into protecting him. You do not see what I do. His thoughts, his mind, pure chaos. Uh-huh. Mind flare pours poison in your ear, I think. Tell it I will tear the prism from your grasp and throw it into the deepest lava pit I can find. Long after our bones are dust and ash, the walls of its prison will still be burning. Now help my friend. She bluffs. Surely she would not risk the fate of all for one simple. Okay, also Shahira sieht die Situation und schätzt sie richtig ein, dass der Imperator sich weigert, seinen Schutz auf Minsk zu übertragen. Deswegen erhöht sie den Einsatz und droht damit, das Astralprisma in eine Lavagrube zu werfen, was offenbar dazu führt, dass es da drinnen heiß wird, in der Astraltasche. Aber das zerstört das Prisma nicht. Wenn es keiner rausfischen kann, aus der Lavagrube, was ja nicht geht, dann hat der Imperator ein Problem. Sie lügt, ausgeschlossen, dass sie das Schicksal aller für ein einfaches Leben aufs Spiel setzt.
ihm trotz allem helfen? Ja, Option 2 oder 3. Ist ja völlig egal, ob Jahira einen Bluff hat oder nicht. Sie war in letzter Zeit doch eine nützliche Verbündete, nicht im Kampf, ja, okay, weil ich sie nicht spielen kann, diese Klasse, aber ansonsten, so Rollenspiel zu sehen, war sie schon eine Unterstützung in der letzten Zeit. Wir haben uns das zusammengerauft seit den Türmen des Mondaufgangs. Und wenn sie jetzt hier durchdreht, ist das schlecht für uns. Und der Steinfürst hat, oder Minsk, hat neueste Informationen. Also, sie lügt. Ich glaube, das wollt ihr nicht herausfinden. Fine. Have it your way. His mind unfolds beneath yours. A still lake pulls you down into its depths. Images flash by. Battles fought and friends fallen. His rage grows colder, burrows deeper, as a familiar face crystallizes before you. Jahira, you killed her! You are being dramatic. The instant's hesitation is enough. With a sensation of terrible rending, something vast and nameless falls away from his mind. There, it is done. Jahira? I do not understand. Good. That means you're back to your old ways. We have a lot to discuss. But first, you have someone to thank. In the sudden silence, your minds merge once more. More memories, sensations, but passing too quickly for you to track. In the same breath, you share everything that happened to you. The Nautiloid, the Absolute, the Chosen of the Dead Three. You saved Minsk while he danced like a Mind Flayer's meat puppet. Why? Also, die Überraschung von Minsk, dass Jahira doch nicht tot ist, ist genau der Moment, in dem der Imperator die Schutzfunktion des Orpheus-Prinzen auf ihn ausdehnen kann und ihn aus der Kontrolle des ältesten Gehirns rausbringt. Und Jahira rät dazu, den Maden-Link zu nutzen, um Erinnerungen und Geschehnisse auszutauschen. Es geht ein bisschen schneller als verbal. Das macht Dringil und Minsk ist jetzt also im Bilde, was Dringils Hintergrundgeschichte jetzt hier so ist. Was bisher geschah quasi. Und ihr da, ihr habt Minsk gerettet. Als er wie die Fleischmarionette eines Gedankenschinders tanzte. Warum? Jahira hat es gefordert, ja, könnte man sagen. Es naht ein Kampf. Ich will jeden Schwertarm, den ich kriegen kann. Ja. Weil auch ich infiziert bin. Ich weiß, dass nicht ihr selbst gehandelt habt. Das stimmt auch. Ganz ehrlich, ich frage mich inzwischen dasselbe. Option 3. Weil auch ich infiziert bin. Ich weiß, dass nicht ihr selbst gehandelt habt. A level head and a kind heart. It is well that Boo kept me from crushing either. I would be rid of this parasite. Minsk takes orders from only one tiny beast. And he is much cuter than any mind maggot. Where is he? Was ist eigentlich die Lebenserwartung eines Hamsters? Entschuldigung, eines Weltraumhamsters? Und wieso lebt Minsk eigentlich noch? Bei Jahira konnte ich es mir... Was zur Hölle? Okay. Also, wir haben gerade ein kleineres, größeres Problem.
Oh mein Gott, Minsk. Jahira? Nee, Karlach. Ja gut. That was Minsk. The Minsk. Part of the crew who saved the city from Saravok all those years ago. Don't know who the Stone Lord is or what the hell he's gotten himself into. But that man is a legend. Naja, streng genommen hat Minsk seine Tage. Was war er eigentlich? In Am? Nicht in Am, in Neschkel? Oder haben wir den im freundlichen Arm geparkt? Gaskrin wollte ihn nicht dabei haben. Das wäre auch nicht gut gegangen mit Gaskrin und Minsk. Ja. Jahira, Gedanken? Speak. Ne? Können wir ihm jetzt irgendwie noch helfen? Wo ist er jetzt hin überhaupt? Also hier durch. Ne, da ist er. Okay, er ist momentan friedlich. Wir nutzen mal die Gunst der Situation und werden hier erstmal plündern. Wir haben ja Glitzerbarts Gold einzusammeln. Das ist dringend gerade wichtiger als irgendein Hamster. Also, wir haben gelegt. Boss Friol. Aaskriecher-Tentakel. Alchemistische Zutat. Beute mit gestohlenem Gold. Hui, 10.000 Goldstücke. Ein Lederrüstung plus 1 und ein Langbogen plus 1. Da haben wir Rakats Gold. Wir gucken mal hier in die Quests. Also, bringen wir Katzgold zurück. Wir haben das Gold beschafft. Hohe Hafnerin, wir haben Minsk gestellt, mit ihm gesprochen, sind ihm gefolgt und müssen jetzt mit ihm sprechen. Ja, machen wir. Das mit dem Herzog hat es aber ist nicht weiter getriggert, erstaunlicherweise. Kehre zur Gildenhalle zurück. Ah ja, Handel mit Minsk. Der Steinfürst ist erledigt. Wir sollten neun Finger Bescheid sagen. Naja. Sagen wir gleich. Wir haben jemanden namens Wood. Das war wieder so ein Gestaltwandler. Wirklich? Gott's lesen? Zweiter Entwurf. Alle Gesichtslosen wissen, dass ihr Orins Gunst verdient habt, Gott's. Und es ist eine wichtige Aufgabe, den wahnsinnigen Rashemi zu bändigen. Aber ihr lasst euch eure Rolle als Jahira ganz schön zu Kopf steigen. Ihr schlüpft nicht mal dann aus der Rolle, wenn der Steinfürst schläft. Und ob ihr nun die Anführerin spielt oder nicht, ihr müsst nicht so vollkommen respektlos sein, wenn ihr uns andere herumkommandiert. Ihr werdet nicht ewig die Hafnerin spielen. Und dann gehört ihr wieder zu den Schalar. Wir wären dann noch gerne eure Freunde, Fut. Schalar. Sein erstaunlich sozialer Brief... Für so einen Gestaltwandler. Erstaunlich. Todeshaupt Baal Nof Schmutz. Hat auch was dabei. Futter für Kriecher. Lesen. Nicht vergessen, uns gehen bald die Koboldstücke aus, die Kicher so gerne mag. Nata fragen, ob bald wieder eine Koboldjagd in der Kanalisation steigen kann. Ah ja, die sind dafür verantwortlich, dass die Koboldskis sich zurückgezogen haben. Das ist die falsche Jahira. Brief von Orin lesen. Im Schädel des Steinfürsten hallt völlige Leere wieder. Und die Larve allein reicht nicht aus, um ihn zu füllen. Was war der Diagnose? Nehmt die staubbefleckte Gestalt der alten Hexe an und füllt seine Gedanken mit alten Abenteuern, auf dass er süß für uns lächelt, während er uns niedermetzelt. Hä? Wieso uns? Und zerquetscht das Nagetier auf keinen Fall. Wenn sein Gequieke den Steinfürsten irritiert, legt es für mich beiseite, damit wir dem großen Helden ein letztes Mahl servieren können, wenn sein Werk vollbracht ist. Orin. Aha, also ist Bo noch irgendwo? Wir haben eine Nachricht zum Doppelgänger gefunden, der Minsk manipuliert hat. Die Zentarim haben sich vom Kult bezahlen lassen, um einen Überfall auf Neunfinger und ihre Gilde zu fingieren. Haben wir doch gar nicht. Hä? Was? Das war nicht
Inhalt dieses Briefs. Was ist denn hier los? Gatz hat nichts dabei. Ganz seltsam hier. Kicher? Nix. Der da. Beschwörer des Baal Natar Esojak hat einen Spieß dabei. Gut. Ich gehe mal gerade hier dieses innere Lager des Steinfürsten durch. Und schau mal, ob ich hier noch irgendwas finde. Da drin ist er. Und genau. Also nur hier in dem Bereich halte ich mich auf, ne? Ein erstes Fundstück, das ich mit euch gemeinsam teilen möchte. Hier ein Buch, Mott sei meine Muse, lesen. Verschiedene Gedichte, die Beschwörer Grimlerch zugeschrieben werden. Lied des Neuen. Die Axt festzuhalten, eine gütige Pflicht. Zu halten, zu wissen, die Klinge ist scharf. Kenne dein Opfer, nicht nur sein Gesicht. Kenne sein Leben, sein Wesen, ehe sterben es darf. Seine Gedanken erkunde, erkunde genau. Lerne Orte, Personen, nie erklungene Lieder. Wenn der Tag sich dann neigt, der Himmel wird blau. Halte fest deine Axt und strecke es nieder. Wenn die Tat ist vollbracht, fliehe geschwind, keuchend und schwitzend, den Geschmack noch im Mund. Koste ihn aus, er verfliegt wie der Wind. Sieh daheim in den Spiegel, was tut er dir kund? Du bist blutig, bist neu, wasch dich geschwind. Bald schlägt neuer Opferstund. Das war Gestaltwander Baal-Kultisten. Bettlektüre. Ich suche weiter. Und hier das zweite Schriftstück. Skizzen des Steinfürsten lesen. Eine Reihe von Strichzeichnungen in verschiedenen Stadien. Die Zeichnungen werden von Version zu Version detaillierter, als hätte der Zeichner Schwierigkeiten, sich zu merken, was genau das Motiv doch gleich war. Irgendein pelziges Nagetier mit einem aktiven, intelligenten Gesicht. Wenn die Zeichnungen von Version zu Version detaillierter werden, wieso hat dann der Zeichner Schwierigkeiten, sich zu merken, was das Motiv war? Ist das in sich ein kausaler Zusammenhang? Den sehe ich nicht. Seltsam. Also, irgendwie haben sie ihn Bo vergessen lassen. Naja. Ich suche weiter. So, Plündern beendet. Ich habe keine Spur von Bo gefunden hier in der zentralen Halle. Aber Minsk ist ja auch hier nach Norden gestürmt und ich frage mich, ob er da was weiß. Ich frage mich aber auch, was das hier für ein Raum ist, weil der war ja zugemauert. Da geht's noch weiter. Ein Kriegshammer, hä? Was ist das? A worn but still capable Warhammer, sized for a halfling. Welch ein Hammer, und er scheint eine ziemliche Geschichte zu haben. Was denn für ein Hammer? Ist doch nur ein Text. Hä? A humble turnip, preserved by drying. Was? A mailed fist in the fire cam armor style. A wood carving of a pair of wings, like an eagle's, but longer somehow. Das ist eine komische Räumlichkeit hier. Seltsam. Na gut, wir reden mal mit Minsk. Aber auf der anderen Seite, wenn Bo tatsächlich da hinten drin ist, dann haben ihn doch die Gestaltwander dort versteckt. Aber
Wie haben sie das geschafft, wenn hier alles zugemauert war? Das verstehe ich nicht. My friend, from our brief sharing of skulls, I know you have faced many strange beings. But none like this. Whatever happens, show no fear and stay your hand. Trust in Minsk. Also, er beruhigt die Helden, dass sie nicht in Angst verfallen mögen, wegen Bo. Wir haben viele Wesenheiten gesehen, aber so einer war nicht darunter. Was immer auch passiert, zeigt keine Angst und unternehmt nichts. Vertraut Minsk. Ich vertraue euch, glaube ich jedenfalls. Minsk finds that the less thinking he does, the easier the trusting comes. Wait! You gaze into Minsk's soul and see his foul crimes. You smell the stench of evil upon him, pointy claws primed, ready to scratch out his eyes. I am sorry, my friend. I am at the mercy of your faultless justice. Now, if you must burrow through my blackened heart, I am ready. No? You are certain? Oh, such boundless compassion. You are all heart, and whiskers, and cute little nose. You are right, of course. There is still much evil for Boo and Minsk to stamp out. But we need not fight it alone. I have a new face to show you. But it is not a villainous one for the clawing, understand? You, this is Boo. And Boo, meet you. Von so nah haben wir Bo noch nie gesehen. Erst recht nicht in Baldur's Tor 1 mit dieser Pixelgrafik. Das ist Bo. Bo, das ist unser neuer Freund. Also, Minsk unterwirft sich dem Urteil des Weltraumhamsters Bo, der hier rumgekrabbelt ist. Aber zu Minsks Überraschung lässt Bo Gnade mit ihm walten und wird deswegen den Helden vorgestellt. Gut, Jahira kennt ihn ja, aber Dringil und Co. kennt ihn noch nicht. Also, das ist Bo. Bo, das ist unser neuer Freund. Was ist das, eine Ratte? Dringil als Straßenkind weiß ganz genau, dass das keine Ratte ist. Also, ja. Nach dem Ausschlussprinzip bleibt hier nur, es ist eine Ehre. No, it is a hamster. A miniature giant space hamster. Fear not, you will learn the difference in time. Those villains locked Boo away, lest his righteous gaze cause their tadpole to flee in terror. Now we are together again. All will be exactly as... Boo, why do you use such language? Once more, my hamster proves himself my greater half and makes the path clear when my mind is fuzzier than his tiny bottom. He says we will join with you and cleanse Baldur's Gate of evil. Together. Diese epische Musik im Hintergrund. Also, was war das gerade? Das war so verwirrend, ich konnte es mir gar nicht merken.
Also, das ist eine Ehre. Nein, es ist ein Hamster. Ein Miniatur-Weltraumhamster. Aber keine Angst, ihr werdet den Unterschied lernen. Diese Schurken haben Bo weggesperrt, sonst hätte sein strafender Blick ihre Larve längst in die Flucht geschlagen. Jetzt sind wir wieder vereint und alles wird wieder wie und Bo fiebt und Minsk Bo. Warum benutzt du so eine Sprache? Und dann gibt es ein anhaltendes, wütendes Fieben und wieder einmal erweist sich mein Hamster als meine bessere Hälfte und macht mir den Weg frei, während mein Geist mehr Flusen hat als sein Hinterteil. Er sagt, wir schließen uns euch an und befreien Baldurs Tor gemeinsam vom Bösen. Ja, das wollten wir doch und wir wollten doch von ihm auch was wissen. Ne? Aber wir fühlen ihm auf den Zahn. Kann ich mich darauf verlassen, dass ihr euch nicht wieder gegen mich wendet, Steinfürst? I give you my solemn vow. Should any of us show signs of weakening to the worm or any other evil, Boo will slaughter us all in our beds. I hope this brings you comfort. Was für Glück, dass Laser das nicht erleben muss. Also, sollte irgendeiner von den Gefährten der Augenmade zum Opfer fallen und von ihr übermannt werden, dann wird Bo selbigen Gefährten im Schlaf niedermetzeln. Ja, das ist sehr beruhigend. Ja. Geht zu meinem Lager. Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Bo and I are most adept in the doing of things, but as you wish. To camp, then! For his heroics here today, Boo has earned the most vigorous of backscratchings. So, das fand Minsk gut. Und wir werden im Lager mit ihm und Jahira sprechen müssen und dürfen. Apropos Jahira. Ah, wollte gerade sagen, wie geht's denn jetzt hier weiter? Die hohe Halfnerin abgeschlossen, sehr gut. Ja. Hier ist jetzt noch irgendein Räumchen aufgegangen. Wie auch immer sie den Hamster da eingesperrt haben, das verstehe ich nicht. Na gut, Gestaltwandler selber können sich ja auch in was verwandeln, was kleiner ist als ihr originales Körpervolumen. In dieser Gestalt können sie vielleicht auch hier irgendwie bei so einer brüchigen Wand eine Lücke finden, da unten vielleicht. Und den Hamster da durchschleppen, aber warum der Hamster hier jetzt dann nicht entkommen konnte, das verstehe ich nicht. Okay, wir wollen uns hier noch ein bisschen näher umschauen. Wir haben da noch und ich habe den Eindruck, dass man hier noch auch noch was zerstören kann. Das wollen wir uns auch noch anschauen. Dann hätten wir da das Rohr, da geht es nicht weiter, da geht es auch nicht weiter. Dann hätten wir hier noch diese Ecke. Ich nehme an, dass das nicht mehr so groß ist, aber wissen tue ich es nicht. Nee, wir machen Folgendes. Wir machen jetzt erstmal einen Episodenschnitt und dann werden die Helden in der nächsten Episode ins Lager zurückkehren und dort erstmal eine Rast machen und mit Minsk und Jahira sprechen. Dann kommt Will wieder mit. Und mit Will gemeinsam, der braucht nämlich nicht zu glauben, dass er hier nicht durch den Unrat warten muss. Mit Will gemeinsam schauen wir uns den Rest der Unterstadtkanalisation an. Gehen dann noch... Na, dann sollten wir wieder Jahira mitnehmen. Nehmen wir Jahira mit. Also, Will muss doch nicht durch den Unrat warten. Mit Jahira geht's durch die Kanalisation und dann zu Neuenfinger, um ihr Bericht zu erstatten. Und damit dürfte ein Großteil der nächsten Episode auch schon inhaltlich beschrieben sein. Also, bis dahin!